Ja, die Vorarlberger fühlen sich wohl, wenn es gegen die Hütteldorfer geht, bei denen Kapitän Stefan Schwab wegen muskulärer Probleme fehlt. Dafür ist Richard Strebinger nach Gehirnerschütterung wieder dabei, genauso wie Thorsten Schick und Schobesberger mit Knasmüllner in der Startelf. Rapid im 4-2-3-1-System von Beginn an sehr aggressiv, setzt sich vorne fest. Knasmüllner im Zusammenspiel mit Ullmann, schöner Pass, die Flanke kommt von Knasmüllner, hinten ist Schick und da ist Daxiachis Fontas, vierte Minute, 1:0 für Rapid. Die Erleichterung ist da den Grün-Weißen anzusehen, Ausgangspunkt hier die wunderbare Kombination von Ullmann mit Knasmüllner, die Altacher Defensive, da ungeordnet, noch nicht im Spiel, Ball kommt am Ende zu Fontas, der hier den Führungstreffer erzielt. Keine Chance für Martin Kobras. Ihm sehr, sehr giftig am Beginn auch in den Zweikämpfen. Hier Schick, dann Schobesberger. Da ist wieder Schick. Ein wunderbarer Lochpass auf Murk. Der legt quer zu Fontas. 2:0. 11 Minuten gerade erst einmal gespielt. Ein Traumstart für Rapid. Schick hier mit der ersten Torbeteiligung im Rapid-Dress, weil der Ex-Rapidler Manuel Thurnwald in der Mitte auf Abseits spielt. Murk macht das dann sehr mannschaftsdienlich, bedient Fontas, der erstmals in der Bundesliga doppelt trifft. Bei Rapid wurde die Chancenauswertung bemängelt, heute 2:0.